Wenn ich 10 Menschen frage, ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind, ob sie glücklich sind, ob das Leben ihnen heute das geschenkt hat, was sie sich in jungen Jahren erhofft hatten, werden vermutlich 2 sagen, ja, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. 3 werden vermutlich sagen, es geht. Und 5 werden wahrscheinlich sagen, nein, nein, ich bin nicht glücklich, nein, ich bin nicht zufrieden. Nein, mein Leben ist nicht schön. Und wenn ich frage, woran es liegt, kommt wahrscheinlich als Antwort entweder, ich habe keine Beziehung oder meine Beziehung ist nicht schön. Ich bin nicht gesund, ich habe kein Geld, mein Job macht mir keinen Spaß oder ich habe keine Zeit oder mir bleibt zu wenig Zeit für mich, ich fühle mich gehetzt. Und wenn ich dann frage, warum änderst du das nicht, kommt vermutlich die Frage, ja, wie soll ich das denn machen? Und es zeigt mir immer wieder, dass so viele Menschen nicht wirklich wissen oder nicht daran glauben, wie oder dass sie ihr Leben wirklich ändern können. Und so ging es mir ja vor mehr als 15 Jahren auch. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich eines Tages da sein kann, wo ich heute stehe. Und dass mein Leben für mich so schön, so großartig ist, wie es ist. Es ist nicht immer leicht. Nein, definitiv nicht. Aber es ist das beste Leben, was ich mir vorstellen kann. Wenn du an einem ähnlichen Punkt stehst, wenn du auch etwas ändern möchtest, aber nur nicht weißt, wie, wenn du das Gefühl hast, da müsste noch mehr kommen, da gibt es noch mehr, da muss mehr für mich drin sein, dann lade ich dich ein, zu meinem neuen Minikurs Willkommen in der Fülle teilzunehmen. Dieser Kurs fängt am kommenden Samstag um 17 Uhr an und ich zeige dir einen kleinen Teil dieser Inka-Tradition. Das Schöne für dich ist, du kannst 2,5 Stunden mit mir arbeiten, du lernst garantiert etwas Neues und du lernst mich kennen, Hans Martin Beck. Ich bin spiritueller Lehrer und ich bin Experte dieser Inka-Tradition. Und ich gehe mit dir ein Stück weit in die Vergangenheit. Wir schauen uns Situationen deines Lebens an und dann zeige ich dir, wo dein Potenzial, deine Schönheit, deine Fähigkeiten sitzen, mit denen du Dinge visualisieren kannst. Wenn du magst, kannst du danach noch ein ganz großes Stück der Reise mit mir weitergehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, den ersten Schritt zu tun, den ersten Schritt hin zu etwas Neuem zu gehen. Und deswegen mein Vorschlag, melde dich an für Willkommen in der Fülle, für meinen kleinen Kurs. Und melde dich jetzt an, nicht weil der Workshop sonst voll würde, nein. Aber wenn du es jetzt nicht tust, machst du es vermutlich später auch nicht. Und das wäre schade für mich, weil ich dich nicht kennenlerne. Und es ist vermutlich auch schade für dich, weil du so die Inka-Tradition nicht kennenlernen wirst. Denn für mich ist diese Inka-Tradition eine ganz tolle Spiritualität, die ich so einfach in meinen Tag integrieren kann und die mir geholfen hat, das aus meinem Leben zu machen, was ich bis heute erreicht habe. Mein Weg ist noch nicht zu Ende, deiner auch nicht. Lass uns doch ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Ich freue mich auf dich. Du findest unten im Kommentarfeld die URL, wo du alle weiteren Informationen und Details findest. Melde dich an. Am Samstag Nachmittag geht's los. Bis dahin alles Gute. Ciao. Tschüss.